Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem 98, 100, geht schon, oh. 0 bis 100, aber ja. So schnell zählen funktioniert dann doch nicht. Ein ziemlich schlaues Spiel, bei dem man mit Nichtwissen oder Halbwissen, gefährlichem Halbwissen glänzen kann oder auch ein ziemlich schlaues Spiel. Vorne steht doch der Satz, das Allgemeinwissensspiel um allgemeines Unwissen. Ja, so wird's genannt. Jetzt zeigen wir mal, wie viel Unwissen man haben muss, um die Regeln zu verstehen. Und dann kommt unser Fazit dazu. Ja. In 0 bis 100 spielt man normalerweise mit 3 Teams. Und jedes Team versucht, alle Karten loszuwerden, bis auf eine oder beziehungsweise eine reicht aus. Wenn die am Schluss noch übrig ist, dann haben diese das Spiel gewonnen. Wie funktioniert das Ganze? In der Mitte liegt immer eine Zahl aus, eine Zahl von 0 bis 100. Und jetzt muss man anhand der Fragen hier schätzen, welche Zahl oder welche Zahl sich auf der Rückseite befinden wird, die dieser Zahl hier am nächsten ist. Das heißt 50. Wie viele Dolchstiche wurden Julius Caesar ermordet? Ja, vielleicht hat er ja 50 Mal eingeschlagen, ne? Die Person und die anderen machen das Gleiche, decken hier diese Karten hier hin, legen sie hin und dann werden sie aufgedeckt und auch vorgelesen, damit man hier sieht, zum Beispiel, wer dann am nächsten ist, ja. Dann gibt es hier die Information hier hinten drauf. Jetzt wisst ihr leider, Julius Caesar wurde nicht so viel erstochen. Ich hätte aber, wenn ich zum Beispiel denke, das ist zu viel, ich habe hier noch Karten, die wie zum Beispiel plus 20, minus 20. Ich hätte zum Beispiel auch, so viel wird es nicht sein, aber es kommt vielleicht an die 50 ran, ja. Beziehungsweise mehr eigentlich als das, was hier draufstehen wird wahrscheinlich. Und dann würde ich umdrehen und dann wären es tatsächlich hier 43 gewesen und da ich dann am nächsten dran gewesen wäre an der 50, wäre ich dabei gewesen. Wichtig ist allerdings, der am weitesten weg ist, hat dann sozusagen Pech gehabt, denn diese beiden Spieler, wenn ich das gespielt hätte, die Karte ist dann weg, aber das heißt, mein Team und das Team hier drüben hätte war am nächsten dran, die hier leider nicht, dann kommt diese Karte weg und das ist sozusagen jetzt der neue Richtwert. Das Team, das hier ganz falsch gelegen hat, kriegt eine neue Karte und hat es somit schwieriger, dann die Runde zu gewinnen. Wir sind jetzt hier gleich auf und dann geht es in die nächste Runde und man kann dann hier, wie gesagt, wieder überlegen, wie schwer in Kilogramm ist ein Standard-Goldbarren, 25 Kilo vielleicht, ne? Und dann kann man hier so abschätzen, gemeinsam diskutieren. Sollte man hier voll ins Schwarze treffen, das heißt mit einer maximalen Abweichung von 5, dann darf man sogar 2 Karten weglegen und ist natürlich dem Ziel ein Stück näher. Ja, das waren hier die Regeln zu 0 bis 100. Ja, erstmal eine fancy Packung, die man irgendwie wie so ein, ich muss da immer an so Käse denken. Ja, das ist schon so diese typischen, keine Ahnung, Gérardmer oder Camembert oder irgendwas. Oder so Streich, wollen, genauso. Schmierkäsen, Käse und sonstigem. Und es ist eine sehr komische Packung vielleicht, ungewöhnlich. Und es sind einige Karten drin, wobei man sagen muss, man könnte mehr Karten haben. Also ja. Das Spiel ist generell eine coole Idee. Ja, ich war erstmal skeptisch, wir haben es sehr lange liegen lassen, dann habe ich es irgendwie auf den Tisch gebracht beim Spielemontag und dann habe ich gedacht, okay, das müssen wir jetzt mal bei dir auch spielen, dass du es auch mal gespielt hast und waren fast die gleichen Leute dabei, also fast, und die waren auch sofort wieder begeistert und ja, es ist so, es hat zum einen dieses Team, diesen Teamaspekt, ne, dass man 3 Teams hat, das ist cool und dass es halt eben nicht so ein richtiges Wissensspiel ist. Natürlich Zum Glück, ja. Ist es, wenn man das Wissen über diese gewisse Sachen, die dort draufstehen, hat oder zumindest annähernd, ja, weil es ist ja schließlich ein Schätzspiel. Das heißt, man darf daneben liegen, aber am besten sollte man genau drauf liegen oder halt nur knapp daneben, ne? Ja. Und man kann dann auch die Werte verändern. Das ist auch irgendwie cool, dass du sagst, ich denke schon, dass es in dem Bereich ist, aber komm, lass uns das noch draufhauen, um ich halt... Ich denke auch, die Werte verändern, das ist, glaube ich, allein schon deswegen drin, dass man eben nicht seinen Karten ausgeliefert ist. Nach dem Motto, oh, wir spielen die ganze Zeit Fragen im hohen Bereich und keiner hat eine passende Karte. Mhm. Oder ich habe immer keine passende Karte. Oh, ich habe jetzt, da habe ich was...
Ja gut, was spiele ich jetzt rein? Dann spiele ich die hier rein. Ja, aber wenn dann die genommen wird, dann ist es vielleicht was im 60er-Bereich, obwohl wir eigentlich gerade eine 98 suchen. Und dann spiele ich im 60er-Bereich, ja, dann ist meine nächste Karte aber wieder im 40er-Bereich. Was mache ich denn damit? Und ich Genau, denke, ja. dafür ist es dann halt auch gedacht, um ein bisschen den Glücksfaktor rauszunehmen oder clever punkten zu können. Ja. Und mir gefällt tatsächlich auch am besten dieser Team-Aspekt, dass man versucht, so rum zu überlegen und dass man sich auch dann total innerlich beömmelt, wenn die anderen sich gnadenlos verzocken, weil Ja. man eben nicht richtig abschätzt, wie schnell ein Faultier, wie viel Kilometer ein Faultier, Ja. nee, wie viel Meter ein Faultier pro Genau. Stunde läuft oder Oder wie viel Haltestellen die längste Strecke der Pariser U-Bahn hat, Ja. weil jemand dachte, das ganze U-Bahn-Netz und dann ein bisschen was anderes bei rauskommt. Und dann schaffen es die einen, die Zahl glatt zu treffen und die anderen mit einem 20er-Dinger, die 35 zu treffen. Und ich denke mir, alter Falter, wie habt ihr das Wo jetzt waren wir bei hingekriegt? Ja, 23 wir oder waren sowas? Das, nee, irgendwie. das Beste, was man legen konnte von der Nähe. Wir waren auch Und ziemlich nah dran, dann ja. kommen die und machen zweimal einen Volltreffer. Ja, schon cool. Also, ich finde, Ja. es hat einen richtig coolen Ansatz von einem. Ja, es ist kein Quizspiel, es ist eigentlich ein Nee, Schätzspiel eher, ne? Also hat Quiz-Elemente, aber es ist eher ein Schätzspiel und das hat es auf eine sehr coole Art umgesetzt, ja? Also das ist auch dass die Antwort, die am wenigsten treffen, die haben halt ein bisschen Pech, ne? Aber dann dreht man die um und die Zahl ist quasi die neue Zahl. Das stimmt alles. Also das ganze Konzept ist super. Es ist ein bisschen schade, dass die Karten, obwohl sie am Anfang viel aussehen, dann die relativ schnell irgendwann doch wechseln, schnell ja. ausgespielt sind. Also da schreit Ja. es ganz klar nach Erweiterungen. Massiv, ja. Wir haben auch nur 158 Fragekarten. Genau. Die kann nämlich jedes Mal ein Spider-Man. Ich weiß, also, es ist so diese typische Ja. Spider-Man. Ja. Aber ja. Scorpion Masqué, Ja. wieder ein guter Titel, nachdem wir schon Turing Machine zum Beispiel gelobt haben. Und jetzt auch dieses kleine, feine Spiel. Wundervoll, Also ja. in dieser Größe, in dieser Preisklasse, wer auf gefährliches Halbwissen steht, sollte da zugreifen. Und wer auf weitere Quickshots steht, der sollte hier unten klicken. Ja, andere Videos gibt's hier. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder Ja. um ein kleines Spielchen geht. Und bis dahin hoffen wir, ihr zählt gut von 0 bis 100. Ich wünsche viel Spaß beim Spielen und sagt Tschüss. Bye bye.